herstellen kann, theoretisch. Nur eine Sache der Unmöglichkeit ist sehr schwer. Hallo? Römische was? Reich, oh Gott. Ja, man muss irgendwie nur, weiß nicht, Nordafrika erobern und Südeuropa irgendwie alles. Erstmal muss man die Osmanen abwehren und so, das ist alles. Ja. Ist schon so eine Sache für sich. Selbst auf normal. Genauso schwer wie das mongolische Reich. Oh Gott, das mongolische Reich, Alter. Auch schwer. Na gut, auf normal geht das wahrscheinlich alles ein bisschen leichter, weil halt die KI nicht so einen heftigen Bonus bekommt. Schnell, da ist ein Klingenbogen in Blau. Kann ich auch mal mitnehmen. Ich bin langsam in die Gegend gelaufen, Mac. Spiel doch als extrem Teil beim Boden der Antike. Ihr als Barbaren gegen Rom. Ah! Nee. Nicht aufgepasst, fast tot. Ich sollte den Chat nicht mehr lesen. Chat lesen ist immer eine ganz schlechte Idee. Das ist ein Timeline-Mod. Da dachte ich mal, hey, du könntest mit Indianer spielen, vielleicht hast du da eine Chance, wenn du mehr Zeit hast. Dann habe ich festgestellt, man kann da noch nicht kommunizieren und sitzt halt auch ewig da fest in Amerika, bis dann ja, irgendwann stimmt. Das Spiel mal so gnädig ist, dass man dann mal Kolonialideen anwenden kann. Oh Gott, bin ich langsam und mein Schatten macht nichts. Ja, geil. Indianer, da gibt es auch Archive, wenn es die ich nie holen werde, weil. Aber du kannst Vasallen gründen. Nein. Oder? Nein, das wurde bei Extended Timeline Mod fängst du früher an, also kannst du früher anfangen. Ich meine jetzt beim normalen Spiel. Also beim normalen kannst du auch theoretisch Ideen machen, um dich auszubreiten, das ist kein Problem. Dauert aber auch eine Weile. Ja. Und die Europäer kommen recht schnell. Mongolen gaben das Problem mit Ming, was? Mit Ming hatte ich überhaupt keine Probleme als blaue Horde. Ich war nicht mal in der Nähe von Ming. Ja. Naja, aber wenn du das Mongolenreich machen willst, dann brauchst du es ja. Ich glaube, man kann auch noch mit anderen Ländern das Mongolenreich wieder gründen. Ob es halt einfacher ist als. Kommt drauf an, wie groß Ming ist. Ja, kommt drauf an. Mit Mods explodiert es gerne mal, weil du da dieses Mandat, wenn du das nicht hast, massiv Rebellen irgendwann bekommst. Vielleicht das DLC dazu nicht habe, ist Ming schon gerne mal ein Problem. Kann äußerst unangenehm sein, Ming. Weil die so ähnlich wie Russland so endlose Armeen halt einfach ausheben können. Die haben irgendwie Leute. Und davon eine ganze Menge. Level 4. Läuft doch ganz gut jetzt. Mhm. Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten. Jetzt schon wieder die Fresse aufreißen. Oh, läuft so alles easy hier. Oh, guck mal, Bosse. Mach du mal diese kleinen Gegner, ich mach die Fässer. Ja, kommt der jetzt da hinten hin? Wo ist mein Schatten schon wieder? So, der kämpft. Der ist da drinnen. So geht ja nicht. Aber wenn du Otan oder die Mongolei spielst. Gibt es die Mongolei so als Land überhaupt? Gab's die? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Gut, es gibt so viele Länder auf dieser scheiß Karte, ne? Das will kein Mensch merken. Oh Gott, ich sehe da Bosse. Sehe ich da Bosse? Ich sehe da Bosse. Ja, der ich spiele gleich Hawaii nachher, wenn wir mit Diablo fertig sind. Gibt's das schon? Ich weiß es nicht. Man kann es ja mal ausprobieren. Vielleicht gibt es das ja. Oh
Oh Gott, so, wo rennst du denn schon wieder rum? Weißt du, ich werde unschuldig gekillt, der verpisst sich nach wer weiß wo. Ja. Nach wer weiß wo verpisse ich mich am liebsten. Mhm. Bin ja, warm dort. Die Gutstadt von Ming, ja. Noch besser als die blaue Horde, die nicht mal Feudalismus gefördert haben, wenn du das Spiel anfängst. Ach, wieso ist denn der schon wieder tot? Ach, weil dein Boss rumeiert. Ach. Ich habe mal schöne Handschuhe gefunden. Ja, anstatt dass er mal irgendwas macht, muss ich hier diese Bosse die ganze Zeit, ey. Ich zieh die jetzt alle zu dir hin. Wo sind denn hier welche? Ja, gehst du mal, kennst du schon. Wo denn? Ja, was du, hallo. Kennst du denn schon? Ja, hier eine. Ja, eine. Hm. Weil ich es auseinandergelockt habe, vielleicht, ja. Du hast in die falsche Richtung. Hier ist noch einer. Wo rennst denn du rum? Da, Bosse. Da sind noch ein paar. Ja, so. Die mit Blitze kann ich jetzt nicht. Na sonst. Kann ich auch. Geht doch. Ich laufe nachher einfach weg und nehme auch mein Zeug. Nimm das Zeug einfach mit. Das sind die Sachen. Oh, das war die Map. Ich glaube, Level 4 ist das Level, letzte Level. Ich weiß nicht, waren die nicht noch hier? Oder? Ah ja, da ist noch ein Champion. Der läuft einfach an allem vorbei, der Pisser, weißt du? Ich hab keinen gesehen. Junge, bist du blind oder was? Jetzt hab ich ihn gesehen. Pike. Ich bin überladen. So bin ich denn schon wieder überladen? Sind die Pike mir was? Verteidigung 470? Aber Stärke 158, die habe ich nicht. Die hatte ich mal. Hatte ich die mal? Ich weiß gar nicht. Schwierig jetzt gerade. Spiel doch mal Japan irgendwas. Japan habe ich schon gespielt. Ist auch nicht so toll. Wieso denn nicht? Hallo. So, Handschuhe. Könnte ich denn so. Hast du 158 Stärke? Nee. Hm. Das kann ich dir so sagen. Das Ding hat 470 Verteidigung. Und kann dreimal gesockelt werden. Und ich muss es verkaufen. Mit Angriffsgeschwindigkeit. Schon, ne? Willst du Handschuhe mit erhöhter Angriffsgeschwindigkeit? Was haben die sonst noch so? 9 bis 11 Giftschaden, 22 Verteidigung plus 40 Leben. Nee. Nee, so gar nicht. Aber 22 erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Danke, ich bleibe lieber bei meinem Widerstand. 20 meine ich. So und Stärke und Geschicklichkeit und bessere Verteidigung. Ich habe nämlich jetzt Handschuhe mit 61 Verteidigung gefunden. Hey, ich habe auch Verteidigung 61 in meinen Handschuhen. Der Fido fängt an nachzuziehen. Oh, ich habe jetzt Feuerwehrstand 0. Sehr gut. Da habe ich 6. Spielt doch mal. Ein Amulett mit alle Widerstandsarten 20. Was? Das ist ja besser als meins, das ist ja nur plus 15. Aber meins reduziert den Schaden noch um 1. Kann ich meinen 13er austauschen? Sehr gut. Läuft ja. Spiel doch mal Schottland. Habe ich auch schon gemacht. Ganz schnell Probleme mit England. Nicht so lustig. Du hast doch gar nicht so viele Spielstunden. Nö, brauche ich ja auch nicht.
Ich starte 5 Minuten, dann bricht das Chaos dabei. Dann muss ich das nächste Land nehmen. Ja, vielleicht nicht 5, aber 20. Mindestens dann. Habe ich dir denn gar nichts beibringen können? Spiel doch mal Böhmen. Mach halt meine Armee und dann greife ich an. Ohne Anspruch wahrscheinlich auch noch, ne? Nee, mit Anspruch schon. Aber das dauert ja auch nicht so lange. Schauen wir mal Etage 4 an. Okay. Anschauen. Spiel doch einfach mal Böhmen. Das ist groß, du hast einen Vasallen und du bist im Reich. Das habe ich noch nicht gemacht. Wer soll ich mal Böhmen spielen? Das sind Bogenschützen. Oder auch ein bisschen was anderes. So ein Boss. Bogenschützen sind nicht so gut. Ja, vielleicht dieser Boss. Mana-Verbrennung, Mana-Resistenz. Magie-Resistenz, eine saubere Aura. Ja. Warte gut. Ich lasse das mal meinen Schatten machen. Ja, ist eine gute Idee. Mein Schatten hat gerade aufgehört zu existieren. Ich kann auch keinen neuen so dabei beschwören. Irgendwas verbrennt mir mein Mana. Ja. Eindeutig, ja. Muss mal kurz. Ach, da ist ein Boss mit bei, darum ist das so schwer. Ja, das habe ich gesagt. Mana-Verbrennung und Boss und so. Und naja, ich muss jetzt erstmal kurz Mana. Ich habe Mana-Verbrennung gehört und. Das ist meistens so boss-technisch was. Nicht immer. Ist ja nicht so gut. Ist ja nicht so gut. Ja. Da fiel nur geh du mal runter und dann gehe ich damit auch runter. Hat man eigentlich seine Ruhe? Was? Als Kirchenstaat hat man nicht seine Ruhe. Alles, aber nicht das. Die ganzen Länder in Italien, die haben was von einem wollen. Stirb, stirb, stirb. Ups. Hilfe. Stirb, stirb. Oh, Scheiße. Weg, weg, weg. Wie bei League of Legends, dann greifst du auch an und ziehst sie zurück. Machst es 100 Mal. Bei Kirchenstaat kann ich nur abraten, das ist nichts, wo man seine Ruhe hat, wirklich nicht. In Italien ist es generell so ein bisschen problematisch mit Ruhe. Warum ständig irgendwelche Länder, weil in Italien lauter so Länder existieren. Oh, da ist noch ein Boss. Ach, die sind alle im Mond gegen Blitzer, ne? Ja. Da habe ich jetzt Urlaub. Dann kannst du woanders lang gehen. Während ich eigentlich. Ich geh erstmal wieder zurück in die Stadt. Oh shit. Alter, hat die auch Mana-Verbrennung oder was ist hier los? Nimm diesen Mana-Trank da mal. Mach's einfach so wie ich und fick alles. Immer wenn's gut läuft, machst du deinen Spielstand kaputt. So wie ich. Es läuft gut mit Pommern? Ja, dann nichts wie raus aus dem Reich. Bewegst du dich mal, du dummer Schatten? Nein. Spanien? Pah. Weit komme ich gar nicht, dieses Kackland zu gründen. Alles vorher hier kaputt. Dings hast du geschafft, ne? Wie heißt es? Andorra? Nee. Was? Irgendwas mit A. Was ich gespielt? Ich habe noch nicht viel A gespielt, oder? Nee? Na doch, das in. Das in Spanien, also was Spanien mal wird. Castile und Aragon. Aragon war ich so. Aragon, ja, das meinte ich. Weil ich irgendwie zwei Sachen auf einmal integrieren wollte, was ein bisschen zu viel war. Ich hab wieder keinen Gott, Mana Gott. Mehr. Bogenschützen ohne Ende. Ja, und ich habe keinen Mana mehr, weil um diese Kackbots das alles wegschluckt. Und Verlangsamung, das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ja, das habe ich auch schon die ganze Zeit.
komme halt einfach mit dem Boss da unten nicht vorwärts, weil immer ständig Mana Einzug und das sind noch so ganz viele andere Scheißviecher. Ah, jetzt vielleicht? Jetzt bin ich dann einen kleinen Viecher weg und mein Schatten braucht mal wieder 3 Jahre, bis er da ist. Brand der Tode, Mana-Verbrennung, Mehrfachschüsse, Steinhauen, immun gegen Blitze. Kann da leider wenig machen, dass ich überall Bogenschützen. Wow, das verbrennt mein gesamtes Mana mit einem. Geil, wo kommen denn die Bogenschützen jetzt schon wieder her? Die laufen halt durch die Karte. Mhm. Ich bin ja hier im Dorf, das ist schön. Ja, fick dich, Alter. Ich spiele einfach mal Frankreich. Was mit Burgund? Das wäre interessant, ja. Da kannst du, glaube ich, wenn du Frankreich vernichtest, kannst du Frankreich werden. Und du kannst, glaube ich, in Niederlande werden, oder? Holland. Holland? Ich weiß nicht mehr. Die Niederlande kämpfen sich so irgendwann die Freiheit und. Das scheiß Drecksvieh. Kann ich auch Belgien werden? Ich glaube, Belgien gibt's nicht. Kann man nicht gründen, so regulär. Ich glaube, im nächsten Patch soll das kommen, dass man es gründen kann. Also im nächsten großen Patch. Also, der im nächsten Jahr kommt. Oder Luxemburg? Das gibt's doch schon, oder? Weiß nicht. Das wird auch nicht. Ich bin super langsam zum Kotzen. Da kann ich nicht das große Liechtenstein gründen. Boss lebt übrigens immer noch. Aber die Kleinen sind alle tot. Naja, ich warte hier und guck, was passiert. Ich hab mal wieder einen Riesenzauber gefunden. Ich kann auch nichts benutzen, weil der mich einmal trifft und all mein Mana weg ist. 27 zu leben, willst du so einen Zauber haben? Nee, Leben habe ich eigentlich genug. Was könnte man noch spielen? Spiel doch mal Ulm. Nee, Moment, dann ist es eine Reichshauptstadt. Du hast ja die DLCs. Dann spiel nicht Ulm. Reichshauptstadt ist ganz schlecht. Warum? Da wirst du nochmal extra vom... Nein! Ach, komm schon! Mal extra vom Imperator geschützt. Vom Kaiser. So gut. Das ist total nervig, weil du diese scheiß Städte immer nicht angreifen kannst. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ulysses ist das viel schöner. Da kann man da einfach drüber walzen, bekommt halt nur einen Haufen Malus, wenn man die schluckt. Hallo Schatten, kommst du mal hier rein und... Ach, komm schon! Oh wow, die hat sich fast wieder voll geheilt. Geil, kriege ich nicht klein. Ja, geht nicht. Dieser dumme Schatten greift auch nur alle halbe Jahre und mit einem Treffer ist mein gesamtes Mana weg. Das heißt, ich kann auch keinen Spezialangriff machen, irgendwas. Dann lassen wir die weg. Wenn du rumgehen kannst. Naja, wieder einen Haufen Geld verblasen. Ach, ja, ach, da sind ja noch mehr Bogenschützen. Mhm. Sonst wäre ich ja schon lange hier oben dann gewesen. Oh, die Renieren sind weg. Ich hasse es so sehr.
Und halt Bogenschützen, das würde ich genauso tun. Nein, da steht man und schießt. Man läuft doch nicht. Oh, Level 5 Sachsen. Level 5 habe ich gefunden. Nee, Sachsen, ich will doch keiner. Wie Level 5? Ich dachte, Level 4 ist Schluss. Ich hab Level 5 geholt. Ja. So sind können wir hier unten noch lang gehen? Oh Gott, nein, wir können da nicht lang gehen. Wir immer zielgerichtet. Entweder ist er nicht... Oh Gott, da ist noch so ein Boss. Ich weiß nicht, was der macht. Wenn der auch mal einen Zug macht, hast du ein Problem. Weil dann kriege ich den nicht tot.